Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu Headball 2. Wir spielen gegen Derek und schenken ihn direkt mal eins ein. Boom. Wir spielen heute eine ganz... Oh, Bruder. Nein, ich muss hier. Das kann ich nämlich auch. Zack. Oh. Ich weiß auch immer, die letzten 5 Spiele in Folge verloren hat der gute Derek. Der kann ja wirklich gar nichts. Also Ziel ist es, Tore zu machen, ganz so bei Fußball, ihr kennt's. Aber wir spielen eine ganz besondere Challenge mit jedem Tor. Darf ich nämlich 1 Euro Pay-to-Win im Shop ausgeben. Denn jeder von uns, der Headball schon mal gespielt hat, hat natürlich als Traum gehabt, als Charakter. Wir haben hier jetzt quasi diesen Standardcharakter, den wir jetzt hier haben. Das ist der Charakter, den man kostenlos am Anfang bekommt. Den auszutauschen mit Ronaldo oder Messi. Und es gibt aktuell das OG-Angebot hier im Shop. Und da können wir uns Messi und Ronaldo kaufen. Das heißt, wir können uns richtig geile Ausrüstung kaufen, den besten Charakter aller Zeiten hier fabrizieren. Und wir tatsächlich sammeln wir hier gut Euro, Alter. Also ich hoffe, der Derek quittet nicht, denn der kriegt hier eine andere Packung. 9 Euro verdient, Leute. Da müssen wir aber wirklich auch gleich zusammen ein bisschen taktisch schlau... Der ist so sauer. Gleich ein bisschen taktisch schlau angehen, wie wir denn das Geld ausgeben wollen. Warte, ich kann hier auch mal diesen machen. Jetzt ist er eingefroren. Jetzt kann ich... Oh, das war knapp. Also es gibt aber natürlich nicht nur den Charakter, den wir hier aufwerten wollen. Es gibt auch Accessoires. Du kannst einen Hut aufsetzen, du kannst einen Schwanz machen, du kannst deine Schuhe verbessern, du kannst einen... Boom! Oh, ah! Kannst ein Trikot machen und so weiter. So. Ja, und... Oh, ja. Boom! Drüber! Ich hab gekackt! Oh mein Gott! Und... Oh, oh, oh. Und jetzt... Zack! Oh, oh. Ah, Bruder, Eigentor! Ja, Digga, emotet. Ich glaube, es hackt. Er liegt 13-1 hinten, 14-1 jetzt emotet. Einer geht noch, 1 Euro noch. Einer noch, komm. Na gut, Digga. Erstes Spiel lief ganz gut. Wir haben damit... Oh, wir steigen hier auf. In der kompletten Versagerliga sind wir hier. Der allerletzten Liga. So, wir haben noch nicht mal einen Namen. Wer ist ein Player 5-8, bla, 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 bla. So, damit haben wir 14 Euro verdient. Ich sag mal, das Eigentor zählt... der Gegner möchte ein Rematch auf gar keinen Fall, Derek. Alter Schwede. 15 Tore. Na gut, dann geben wir jetzt 15 Euro aus. Da gehen wir mal in den Shop rein. Und da gehen wir hier auf Special-Angebote. Und hier wollen wir nämlich El Clasico. Und hier haben wir den Maestro Messi und den Ballmaster Ronaldo. Jeweils 30 Karten. Das sollte zum Freischalten reichen. Und da gehen wir schon mal mit 3 Euro rein. Das heißt, 3 Euro werden abgezogen. 12 haben wir da noch. Kaufen. Oh, Paket gekauft. Geil. Es lädt. Lad mir bitte die Karten rein. Oh Gott. Ah, nee. Oh, jetzt haben wir ein neues Angebot. Gemischtes Pack. Ja, aber wir wollen erstmal wollen wir zu unserer Charakterkonfiguration. Oh, wir haben Ronaldo. Wir testen, Leute. Wir haben einmal Ronaldo freigeschaltet und einmal Messi freigeschaltet. Wir können beide auswählen, werden beide testen und am Ende festlegen, wer besser ist. Wir vergleichen mal. Ronaldo ist auf jeden Fall schneller. Hat einen besseren Schuss. Dafür ist Messi größer. Warum auch immer. Und hat mehr Sprung. In der Gesamtstärke sind sie beide genau gleich stark. Zum Vergleich, die haben eine Stärke von 12,8. Der Charakter, den wir gerade hatten, hat 4,5. Geil! Okay, wir beginnen mit Ronaldo. Let's go. Aber wir brauchen jetzt... Wir haben ja noch Geld übrig. Wartet mal. Ein Kostümpaket kostet 1 Euro. Würde ich sagen, legen wir mal los. Let's go. Zack, sind wir bei 4 Euro. Ja, okay. Ja. Da müssen wir jetzt aber halt viele... Oh, yo! Okay, wir müssen halt, guck mal, hier oben steht die Anzahl an, an Karten, die wir dafür brauchen, damit wir es auch benutzen können. Das heißt, es macht definitiv Sinn, hier jetzt mal ein paar zu ziehen. So, das ist der 4. oder 5. Euro. Ich habe erst gerade den Überblick verloren. Okay, wir haben Karten bekommen, die wir schon hatten. Das ist strong. So, ich kaufe jetzt einfach wirklich das Pack hier durch mit dem restlichen Geld. Ich glaube, das ist am klügsten. Wir haben unser erstes Item freigeschaltet und zwar ein Trikot, blau-weiß. Okay, wir machen weiter. Wir brauchen noch ein bisschen was für... Die Schuhe, bisschen was für die Brille. Oh, da haben wir einen Hut jetzt. Warte mal, das war gut. Okay, wir haben die Schuhe freigeschaltet. Wir haben hier den Hut. Und die Brille haben wir 12 von 20. Die sollten wir auch gleich haben. Okay, wir gehen in die Spielerkonfiguration. Wir haben alle Pakete gezogen. Trikot, was haben wir hier? Okay, wir haben einmal das hier. Oh, das gibt einen Sprung mehr. Das gibt auch einen Sprung mehr. Okay, gibt alles einen Sprung mehr. Macht tatsächlich nicht so wirklich einen Unterschied. Aber das sieht am geilsten aus, oder? Was meint ihr, wir nehmen das? So, Schuhe, was haben wir hier? Wir haben einmal die hier, die geben Schuss 1. Die geben Schuss 2. Rüsten wir aus. Aber wie gesagt, wir werden die Charaktere noch weiter verbessern. So, Größe 1, Größe 1, Größe 2, der Cowboy-Hut. Zack. Boah, geil. Aber wir müssen mal gucken, was es ganz am Ende gibt. Ich scroll mal ganz da hier. Das, oh, Alter. Das, oh, das würde natürlich passen zu Messi und Ronaldo, ne, sag ich ehrlich. So, wir gehen zur Brille.
Da haben wir einmal das hier, gibt Schuss plus 1 und Monokel. Schuss plus 3 und Größe geben diese Teile. Das ist strong. Ausrüsten. Geil, geil, geil. Und ein Schwanz, da haben wir nur den hier. Der gibt Tempo plus 1. Ja, also nehmen wir mal, ne? Zack. Jetzt haben wir den geboostet auf 14,8. Und damit gehen wir jetzt mal wirklich gegen einen Spieler spielen, der mir jetzt schon leid tut in der letzten Liga. Den werden wir so wegfetzen, Alter. Wer ist unser Gegner? Oh, Junge, der hat nur Niederlagen bis aufs letzte Spiel. Der kommt hier mit einem Win, Leute. Aber meint ihr, der wird gegen Full-Stacked Ronaldo gewinnen? Ich denke nicht, ehrlich gesagt. Alter Spiel. Der hat direkt eine Spezialfähigkeit eingesetzt. Ah, doof gelaufen. Warte mal. Riesen-Ronaldo. Geil, 3-0. Ey, hör auf, Mann. Greif mich so nicht an. Bam. Ja, ich wusste, dass er springt. Aber der hat auch schon gute Sachen, ne? Der hat schon hier Hut. Der hat sogar den gleichen Hut wie ich. Zack. Oh. Okay. Einfrieren. Oh, hat ihn geklärt. Verdammt. Und jetzt. Jo, boom, weil ich größer bin. Es ist so ein Vorteil, größer zu sein in dem Spiel. Es ist ganz, ganz crack. Drüber. Ne. Und jetzt, zack. Und Ronaldo. Oh. Also Ronaldo, muss ich sagen, feedbackmäßig, spielt sich sehr, sehr gut. Sehr, sehr OP-mäßig, Alter, unser Ronaldo. Bin mal gespannt, ob Messi sich genauso gut spielt. Wir sollten aber definitiv hier nochmal... Ne, was machst du jetzt für Moves, ey? Oh, er hat mir einen eingeschenkt. Ja, da kannst du dich freuen, ey, wirklich. So, und ich bin größer, also setze ich mich da immer durch. Eigentor. Also wir gewinnen auf jeden Fall höher als beim letzten Mal. Also das merkt man an, schon mal der erste Unterschied. Jetzt habe ich das 15. gemacht. Und da gehen auch noch mehr. Vielleicht schaffen wir... Oh, Bruder. Und zack. Ey, aber du kannst die Bälle so rauskratzen aus dem Eck mit Ronaldo, ne? Zack. Komm, 17. Das ist ein 17. Wir gehen in den Angriff. Ich hab gekackt. Oh, zum Glück. Nice. Geplättet. Gebt mir meine Punkte, Alter. Erstmal Punkteaufstieg auf die 8. Sind wir. Sehr, sehr schön. So, nice. Punkte, Fans und Geld. Zurück. Oh Gott, wir haben irgendwas geschafft, Leute. Ein Erfolg. Oh, ich darf mir eine Belohnung aussuchen. Unendlich Tickets, eiskalt und ein bisschen Energie, okay. Wir müssen halt echt noch mal gucken, dass wir unsere Fähigkeiten aufwerten. Weil ich habe mir doch auch irgendeine Fähigkeit gekauft. Hier, Kräfte, genau. Genau, Stufe 1. Oh, das kann ich updaten für Geld. Oh, das ist geil. Kann ich das mit Ronaldo auch machen? Nee, Ronaldo brauche ich die Karten, ne? Ich würde sagen, wir nehmen Feuerball und Riesenspieler. Und das können wir für Geld aufwerten. Ich mache mal Feuerball auf die 2. Okay, dann haben wir irgendwie 4% mehr. Wir geben nochmal 10.000 aus. So. Habe ich direkt auch Erfolge geschafft. Das können wir auch Riesenspieler. Können wir auch mal aufwerten. Ey, wenn wir... Warte, wenn wir noch 4-mal verbessern, dann kriegen wir eine weitere... Da können wir eine dritte Fähigkeit machen. Okay, das ist big. Das heißt, wir verbessern das. 10.000, das wollte ich gar nicht. Das war schon Stufe 2. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld. Verdammt. Warum steht hier 10-mal? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr OP. Feuerball Stufe 3, Riesenspieler Stufe 2 ist super. Aber wir wollen unseren... Wir wollen unseren Ronaldo mehr verbessern. Also da geht doch noch mehr. Ich habe das Königspaket freigeschaltet, Leute. Jetzt haben wir das Königstrikot, die Königsschuhe, den Königshut. Brille gibt es, glaube ich, nichts vom König, ne? Ne. Und den hier auch noch. So. Alter Schwede. Jetzt haben wir schon auf 17,2 geboostet, Leute. Es geht immer weiter bergauf. Wir machen den absoluten OP-Spieler hier. Aber wir tauschen diese Runde mal auf Messi. Wollen wir mal Messi testen mit 17,2 Stärke. Abfahrt. Gegen wen spielen wir? Wer ist die arme Seele? Olga Krug, ey. Aber er sieht auch fresh aus, ne? Also der hat auch einige Ausrüstungsstücke. Ich will direkt mal den Feuerball austesten. Den habe ich ja jetzt mehrmals geupgradet. Bruder, ey, beruhig dich. Ja, hat er reingekackt und rein. Oh, Messi wirklich mit dem Fingerspitzengefühl im Bein. Wie nennt man das? Beinspitzengefühl dann. Und drin. Messi ist ja tatsächlich größer als Ronaldo hier im Spiel. Ich verstehe auch nicht, warum. Weil in echt ist es natürlich andersrum. Aber das ist hier, glaube ich, Größe ist hier ein massiver Vorteil. Die Frage ist, können wir Ronaldos Tore-Rekord jetzt hier mit Messi besiegen? Also es steht schon 7-0. Und zack, 8-0. Alter, du hast irgendwie so ein gutes Ballgefühl mit Messi hier. Das ist komplett krank. Das Ding ist, ich habe so wilden Stuff an überall. Man erkennt fast gar nicht, dass es Messi ist, ne? Das ist das Ding irgendwie. Alter, es steht schon 10-0. Das wird auf jeden Fall ein Rekord. Warte, wir können es diesen Mal machen. So. Nice. Und ja, das hat jetzt sinnlos Zeit gekostet, Mann. 12-0. Ah, Mann, ey. Man muss ja wirklich immer dieses eine Gegentor muss man immer bekommen, ne? Alter Schwede. So. Bruder. Ist auf jeden Fall ein Torrekord. Zack. Und. Und. Risiko. Yeah. Big. 16.
Zack, unten. Hoch. Okay. Ins Duell. Oh, ich hab gekackt. Oh nein, oh nein, nein, ich hab gekackt. Oh, gerettet im letzten Moment. Ein Tor geht doch los. Nee, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ivy die wieder davor abgeblockt, ey. Wir steigen weiter auf in der Liga, sind jetzt Platz 5. Haben 4-0. Aber wir haben manche 4-0. Guckt euch das an. Das sind alles gute Spieler. Let's go. Oh, ich habe ein neues Stadion freigeschaltet. Yo! Und eine weitere Fähigkeit. Unsichtbarer Ball. Was habe ich jetzt für ein Stadion? Zeig's mir. Stadion 2. Boah, sah irgendwie genau gleich aus, oder? Spielernamen. Okay, dürfen wir uns jetzt einen Spielernamen geben. Benson erstellen. Oh Mann, wer nennt sich denn? Ja, Herr Benson 3963. Ja, okay, von mir aus, komm. Ah, hier sehen wir jetzt unsere Stats. Guckt mal. Ah, ist geil, ist geil, ist geil. Unser Stadion, ne? Unsere besten Erfolge. Level Up, Stufe 5. Wir verbessern Ronaldo. Mann, ich werde gerade von meiner... Oh, es hat nicht geklappt. Aber wenn es klappt, dann haben wir 23,5. Es kostet jedes Mal 3000. Ich meine, er kennt Ronaldo gar nicht mehr, ne? Durch die ganze Ausrüstung, die er jetzt inzwischen hat. Aber da steht Chance sehr, sehr niedrig. Also wird es wahrscheinlich jetzt, werden wir da eher kein Glück haben. Jetzt habe ich auch gar nicht mehr genug Geld, glaube ich, verdammt. Aber wir haben ihn immerhin auf der Stufe 6. Messi und Ronaldo sind jetzt Stufe 6. Die sehen jetzt so aus. Wer ist denn wer überhaupt? Das ist Messi. Das ist Ronaldo, genau. Alter, man erkennt die fast gar nicht mehr. Es ist so geil, Alter. Wir können die Brille, glaube ich, noch verbessern. Nämlich, wenn wir uns diese stylische Brille holen. Oder die... Oh, die passt aber auch fett zu Ronaldo, ne? Wir holen uns die hier. Die ist geil. Geil, geil, geil. Jetzt konnten wir unseren Charakter verbessern auf 22... Oh, ich habe überall Katzenhaare. Auf 22,2. Und ich denke, dadurch, dass wir jetzt den... Warte, wir haben doch jetzt hier verschiedene Fähigkeiten, die wir jetzt hier relativ billig... upgraden können. Und wenn wir das zweimal noch machen, schalten wir einen dritten Fähigkeiten-Slot frei. Hier, das hier haben wir auch noch. Ja, geil. Zack, und damit haben wir die Fähigkeit freigeschaltet. Wir nehmen... Oh, unsichtbarer Ball ist aber auch mies, ne? Nehmen wir, Alter. Feuerball, riesengroß, unsichtbarer Ball. Geil. So. Und jetzt gehen wir mit unserem neuen OP-Ronaldo in das Match gegen unseren nächsten... Oh, was ist denn jetzt? Vierter? Deine Tabellenposition ist so hier. Da sind die Aufstiegsplätze. Okay, okay, okay. Wo bin ich denn? Ich schicke mal eine Freundschaftsanfrage, die in meiner Liga hier ungeschlagen sind. Okay, der ist jetzt nicht ungeschlagen, hat aber trotzdem eine relativ krasse Statistik. Vielleicht nimmt ja einer von denen an und wir können dann gegen die spielen. Das wäre cool. Dann plätten wir die mit absolut OP Ronaldo. Junge, wie ich aussehe. Oh Gott, der Deutsche hat ja alles verloren, was ging. Okay. Okay, dieses Mal rechts, sonst mal links. Wir müssen direkt uns Respekt verschaffen. Direkt in groß. Okay, ob der es jetzt nötig war, groß. Bruder hat sein Tor zugefroren. Alter, ey, ich bin so OP, ne? Das hat so... Okay, kleines Tor. Zack, und drüber. Easy. Das sieht so leicht aus, dass ich die einfach drüber spiele und die springen so unter den Ball. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, dass ich hier einen OP-Charakter habe, der einfach auch viel höher springt und viel größer ist. Das heißt, mir kann es natürlich so einfach gar nicht passieren. 6-0. Easy, Alter. Oh, was war das denn? Dafür kassiert er einen Feuerball. Okay, vielleicht unsichtbarer Ball? Ja, geil. Wenn es hier Headball-Profispieler als Zuschauer gibt, gegen die wir mal spielen können, die irgendwie... Oh, nee. Die wirklich die der höchsten Liga spielen, die es in diesem Spiel gibt. Dann schreibt's gerne in die Kommentare, ey. Da machen wir hier wirklich so ein richtig fettes Event, indem ich mal gegen den besten Spieler... Der Weltschwing, den besten Deutschen oder Deutschsprachigen. Das wäre cool, Alter. Kann natürlich auch ein Schweizer, Österreicher, Luxemburger, Belgier oder was immer sein. Alles klar. Ah, Kacke. Mann, ey. Ja, da brauchst du gar nicht emoten, Alter. Da kriegst du nämlich direkt genau jetzt wieder eine Packung. Boom. Und da wir hitten das erste Mal. Der ist erstmal die 20, ne? Oh, oh. Oh, was war das denn? Hä? Ich mach die meisten Tore, aber ich kassiere auch die meisten Tore irgendwie, ne? Aber 21 ist schon wild. Vielleicht 22, wenn wir Glück haben. Ja, nice. 23, wir gehen in den aggressiven Modus. Nice. Vielleicht geht noch einer. Ultra-Akro. Verdammt. Oh, der war übel schnell. Alter, wie schnell ich auch schieße, ne? 24 Baba-Butzen, Alter. Geil. Tut mir ein bisschen leid, der Gegner, ne? Aber gut, passt schon. So, nice. Wir haben kein Level-Up. Schade. Spieler des Spiels. Chance der Charakter, Wert auf Stufe 7 zu gewinnen. Nö. Okay, spiele Matches und erhalte Belohnung. Es gibt hier ein Event. Spieltag-Event.
Ich wollte gar nicht spielen. Ich wollte meinen Charakter doch weiter. Oh, Alter, der sieht gefährlich aus. Der war auch komplett alles verloren. Wir beginnen direkt mit Feuerball. Geil, Alter. Oh, oh, oh. Easy. Zack. Zack. Wir sind Platz 2. Wir sind den Merije Pro aus der Türkei auf den Fersen, Leute. So, let's go. Wir gehen zurück. So, hat denn einer meine Freundschaftsanfrage angenommen inzwischen? Das wäre Karriere? Stufe 9? Welcher Platz, welcher Rang sind wir? Kann ich gar nicht sehen. Und so, Ronaldo hat keine Puste mehr. Wir müssen... Oh, Freunde, da gibt's, es gibt eine Neuigkeit bei Freunde. Einladung? Nee, ich wollte Freunde hinzufügen. Ja. Vor kurzem online. Wir adden einfach alle. Ich will die alle fetzen, Leute. Alle kriegen eine Anfrage, jeder einzelne. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die waren aber vor kurzem online. Und die haben alle ungefähr so viel Fans wie ich, teilweise mehr. Und die haben aber alle, guck mal, die haben alle den Standardcharakter, den man geschenkt bekommt, ne, mit den Klamotten. Hier, der hier zum Beispiel. Der wird sich umgucken, wenn ich da mit Messi ankomme. Geil. Bitte nimmt einer an, das wäre so cool, ey. Wenn wir Stufe 6 sind, können wir in dem Team beitreten. Das dauert nicht mehr lang, let's go. Nee, wir brauchen keine Superkräfte, wir gehen noch ohne. Geil, okay, wir müssen noch vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen. Oh, 2-8, jetzt spielen wir gegen, oh, schon gegen einen, der ein bisschen Wins auch geholt hat, gegen Amir. Okay, let's go. Ah, guck mal, ich kann mich jetzt nicht mehr riesig machen. Aber ich denke nicht, dass wir das... Wow, oh, ich lieg hinten. Das ist was ganz Neues hier. Sag, hä, er hat Feuerball gemacht, wie dumm. Okay, der kann schon mehr, ich check das schon direkt. Aber nicht genug. Messi zaubert am Ball. Das kann ich emoten, Alter. Lusche. 4-1, Leute. Das Ding haben wir doch auch gegen Amir hier eingetütet. Oh. Ja. Und zack. Zack. Ja, da bringt's die Größe. Und jetzt passt auf. Unsichtbar. Oh, das war aber knapp, Alter. Wieso mache ich eigentlich Fähigkeiten? Die verschwende ich ja voll. Ich habe die ja nicht unendlich. Und wir sind größer und machen ihn rein. Aber ich will, Leute. Zack. Ohohoho. Nur Glück. Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist wohl, das ist Messi, mein Guter. Oh, ey, der rafft schon auf jeden Fall mehr. 17-3 Endstand, Alter. Den haben wir so weggefetzt, Junge. Geil. Okay, der war aber schon gut. Der hat schon mehr gerafft auf jeden Fall. Das hat man schon gemerkt. Der hatte ja auch schon mal zwei Siege. Wir haben Level Up. Sind jetzt Stufe 6? Ja, das heißt, wir können jetzt, wenn ich es richtig gerafft habe, ein Team beitreten. Lass mich mal gucken, was wir hier haben. Teams wurde freigeschaltet. Ja, tritt ein Team bei. Oder wir gründen eins. Aber da bin ich alleine. Ich trete erstmal bei. Oh, Türkei. Amir, hey, hab ich gerade gespielt. German Fighters. Aber das ist Liga Gold. Wir sind nicht Gold. Wir gehen mal German Fighters rein. Oh, hier ist einer mit 4000, ey. Der kann was, Leute. Aber die haben alle null, hä? Warte mal, ich will einen besseren. Ich will einen richtig guten. Warte mal, ich gebe mal bei Teamnamen. Vielleicht gibt es ja einen Banks-Clan schon. Suchen. Banks aus Österreich. Nur ist aber nur einer drin, Elias. Wie lustig. Ja, aber warte mal. Wir, das ist zwar alles schon gut, aber... Ja, wir gehen zu den German Fighters, glaube ich, oder? Beitreten. Let's go. Jetzt bin ich offizielles Mitglied der German Fighters. Achso, das sind Leute in unserem Clan. Hä, es gibt zweimal. Ah, nee, wir sind Vierter. Wir sind auf jeden Fall der Goldliga. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Es gibt aber tatsächlich. Es gibt auch Pokalspiele. Alter, ist das cool. Okay, wir haben hier in unserer Liga ein indisches Team, türkisches Team, polnisches Team. Und die sind alle viel stärker als wir. Okay. Na gut. Oh, jetzt sucht er schon einen mit 3 Wins. Guck mal. Oh, Player 5844 hat sich keinen Namen gegeben. Ja, die werden halt immer stärker, ne? Ist klar. Mal sehen. Ah, guck mal, jetzt steht hier mein Clan, German Fighters. Hä? Bruder, der hat einen gelben Ball? Liegt das da? Da war es ein Heimspiel. Es muss eigentlich an mir liegen, dass der Ball Gold ist, aber ich... Wow! Ja, das war keine sehr kluge Fähigkeit von dir. Ich zeig dir mal, was eine kluge Fähigkeit ist. Ein Feuerball! Ja, aber das sind alles keine Gegner hier, Leute. Bin doch Headball-Profispieler. Da brauchen wir wirklich schon bessere. Das wird doch ein neuer Rekord, ey. Das sollte der beste Spieler sein von allen, den ich bisher gespielt habe. Und es wird einfach ein neuer Rekord, ey. 15-1. Oh nein, da habe ich mich über... Jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht, den die immer machen mit dem kleineren Charakter. Zack. 17. Zack, wir machen flach. Into hoch. Und da hat er Probleme. Und das ist ein Tor. 18-2. Ich knack mir die... Hä? Gegner hat das Spiel verlassen! Der ist gerage-quittet! Er ist for real gerage-quittet. Er hat das 18-2 über sich ergehen lassen. Aber dann hat es ihm gereicht. Da hat er keinen Bock mehr. Alter, okay, wir sind Erster in unserer Liga. Wir können erst aufsteigen in 5 Tagen, weil dann ist die Saison zu Ende. German Fighters, Alter. Geil, 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 geil. So. Ah, wir haben auch ein bisschen was für unser Team gemacht, ne?
Wir haben jetzt hier diese Diamant-Chest voll gemacht. Zack, nice, da kriegen wir auch wieder ein bisschen. Wir haben halt brutalst viele Emeralds, 500. Ne? Das Ding ist, die jetzt einzusetzen, macht eigentlich keinen Sinn, weil ihr könnt, ich zeige euch das mal, gehen wir mal kurz hier in den Laden. Ihr könntet euch jetzt, also ich kann mir zum Beispiel das legendäre Päckchen kaufen für bessere Ausrüstungsgegenstände. Das ist geil. Aber das mache ich nicht, denn man kann immer nur die Sachen ziehen aus der Region, in der man sich gerade befindet. Und wir befinden uns ja gerade in der 0 bis 10, weil wir sind ja gerade mal Stufe 6. Das heißt, wir könnten jetzt eh auch so gesehen nichts Gutes ziehen. Wir haben schon die besten Sachen. Wir müssen jetzt erstmal auf Stufe 10 aufsteigen, damit wir die nächsten freischalten. Dann könnten wir beispielsweise die Schuhe hier oder die oder die. Oder wie sehen die letzten Schuhe aus? Lass mich das mal gucken. Oh mein Gott. Oh, Alter, das sieht so... Oh, die sehen übergeil aus. Ich würde sie am liebsten holen, aber geht nicht. Naja, das ist Platz 1 der Welt. So sieht sein Charakter aus. Champions Liga. So, Benson mit dem Tombre German FX. Alter, der hat einen Kürbiskopf, Alter. So, let's go, Tombre. Zeig, was du kannst. Der letzte ist gequittet. Ja, machen wir Feuerball. Ja, ja, richtig gute Aktion von dir auf jeden Fall. Und das ist... Oh, okay, der rafft was. Wir machen ein bisschen defensiv am Anfang. Der rafft tatsächlich was. Tor 2-0. Ja, da ist er sauer. Mit Recht auch. Und Feuerball. Und drin ist er. Niemals. Ja, ja. Zack. Das Ding ist, die merken gar nicht, dass sie gegen Messi spielen, weil ich so viele Klamotten habe, dass man Messi ja auch gar nicht... Okay, die sind aber ja, die sind schon viel besser. Das checkt man direkt jetzt. Guck mal, das richtige Ballwechsel jetzt schon hier mit dem... Tor. Der hat ein bisschen Stress gerade mit dem Ball. Oh, ah, das hat er gut gemacht. Ja, da habe ich gut outplayed. Alter Schwede. Ja gut, aber das ist immer... Dieses Ballannahme-Ding, das checken die irgendwie nicht. Da mache ich immer meine Punkte mit. Also richtig oft. Oh, der ist ein Tor. Ja, da, ich bin doch besseren Charakter als er. Darauf darf er sich nicht einlassen. Wobei Kürbiskopf, glaube ich, auch ein starker Charakter ist. Zumindest habe ich den noch nicht gesehen. So, auf jeden Fall war der mit Abstand der Beste. Ne? Wir haben nur 10-1 gewonnen. Bin mal gespannt, was der nächste Gegner drauf hat. Und wann wir vielleicht sogar die erste Niederlage einstecken müssen. Boah, 10-1 nur, ne? Der hat wirklich gut gehalten, muss man fairerweise sagen. So, wir wollen direkt weitermachen. Speed, 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 Speed. Let's go. Okay, trage zur Teamliste bei. Ja, mach mal. Weiß nicht genau, was das ist, aber wird schon hinhauen. Let's go, nächstes Spiel. Und Sarah mit only Niederlagen. Boah, ich weiß nicht, Sarah. Ob das jetzt hier ein Spiel ist. Ja. Was war das? Oh, ey, die hat meine Steuerung umgekehrt. Ich konnte nicht mehr richtig lenken. Jo, warte. Aber dafür hat sie direkt das Gegentor kassiert. Sie hat sich unsichtbar gemacht. Wo ist sie? Alter. Oh. Ja, okay, die checkt auch, was man merkt. Ja, nicht genug. Feuerball, passt auf. Tor, 4-1. Ja, Sarah, Sarah wild, ey. Das ist hier nix. 6-1 nach 20 Sekunden. Ah, Kacke, Alter. 2-6 kassiert. Boah, 3-7, ne? 4-8, Alter, was macht Sarah mit mir? Okay, wir haben noch einen guten Abstand, aber die hat schon ein paar Tore gemacht, ey. So, so. Zack. Und jetzt ein bisschen flach. Ah, haha, wusste ich doch. Dass der klappt. Der alte Trick. So. Ja, jetzt haben wir es wieder gesichert. Ey, zwischenzeitlich hat die echt zwei Tore ineinander gemacht. Aber, ja, du hast wieder ein Tor, verdammt. 11-5. Ja, es reicht doch, ey. Hallo, musst mir nicht den Kopf... Nein, geh weg. Na, Sarah hat es gar nicht so schlecht gehalten, tatsächlich. 15-5 haben wir das Ding gerockt. Sehr schön. Oh, wir haben 4 Freunde online, stand da. David hat hier eine Nachricht geschickt. Der ist in unserem Team. Ich will gegen ihn spielen. Ich will ihn herausfordern. David, wir zocken jetzt eine Runde. Wie geht das? Möchte gegen dich antreten. Spielen! Oh, yeah. Einer meiner Freunde zockt jetzt gegen mich. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Alter, das ist geil. Wir haben die Herausforderung von einem meiner Freunde bekommen. Also, es ist nicht wirklich mein Freund, aber einen, den ich geaddet habe. Ich bin wirklich sehr gespannt, was der jetzt... Oh nein, sag nicht, der kann jetzt nichts. Das wäre richtig bitter. Der hat sich richtig... Oh nein, ich glaube, der kann nichts. Der Italiener, ich glaube, der kann gar nichts. Nein, Leute. Der dachte sonst, dass das jetzt für Moves macht. Und Feuerball kassierste, 3-0. Deutschland, Italien, Leute, so sieht's doch aus. Mann, ich dachte, das ist jetzt ein Profi. Der hatte 6-0 oder so, 6-1. Nein, er quitt, er ist instant gequittet. Der hat sein Handy gegen die Wand geschmissen bei 6-0. Der hatte keinen Bock mehr, der Italiener. Er hat sich mal nicht herausfordern. So. Hä? Er ist wieder da, er hat nur geleckt. Okay, was war das denn? Mal besseres WLAN oder so, ich weiß nicht. Ah, gut, hat er gut verteidigt, aber der ist drin. Oh, doch nicht. Oh, okay, aber der ist drin jetzt. Auch nicht, hä, okay. Er macht jetzt einen auf defensiv. Oh, ich glaube, der hat irgendwie Internetprobleme. Also, es wirkt zumindest so irgendwie. Er laggt wieder. Oh, Mann, ey. Ah, yo, it's Gerald. Vielleicht, ja. Oh, da ist wieder, er ist wieder back für die letzten Sekunden. Ich glaube, wir lösen jetzt. Also, wir sparen uns das jetzt mal, ihr da noch ein Tor reinzumachen. Ich verteidige nur, ja. Na, Spiel gegen einen Freund haben wir einen Erfolg bekommen.
Na gut, der hatte wohl nicht so viel Spaß. Aber da kriegt man ja gar keine Fans, sondern gegen Freunde spielt. Das ist natürlich doof. Es sind aber mehrere Freunde online. Mir wird hier eine 3 ange... Hey, das ist richtig, Alter. Hier joinen so viele Leute in unser Team. Hier will ich rein. Genau, das sind alle meine Freunde. Guckt mal. Alter, der hat 1200 Fans. Ich habe den aus dem Orbit geschossen. Ich habe von Pro eine Anfrage. Ja, weil das ist alles Quatsch. Ich brauche hier Profispieler, Leute. Nicht solche Anfänger. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich muss sagen, ich persönlich fand Messi ein bisschen geiler. Aber natürlich Ronaldo auch ein absoluter GOAT. Beide sehr, sehr krasse Spieler. Schreibt eure Ideen in die Kommentare, was wir in der nächsten Episode machen sollen. Und lasst natürlich eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mehr Headball sehen wollt. Nur wichtig, abonniert doch den Kanal kostenlos. Würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.